Abiturjahrgang 62 trifft sich in Blankenburg. Vor 50 Jahren haben sie ihr Abitur an der Blankenburger Oberschule am Tie, der heutigen Europaschule August Bebel, abgelegt. Seitdem treffen sich die ehemaligen in bestimmten Abständen in der Blütenstadt. Fotografien belegen zum Beispiel die Zusammenkunft nach 20 Jahren, 1982, und das 40-jährige Jubiläum im Jahr 2002. Gemeinsam wurde auch zum 50. Jahrgangstreffen die ehemalige Schule, die heute von Sekundarschülern genutzt wird, besucht und alte Erinnerungen ausgetauscht. Wir sind heute schon in einem alten Schulgebäude gewesen und bei dem konkreten Betrachten dieser Räume sind sofort alle Erinnerungen hochgekommen. Zum Beispiel an einen Musiklehrer, der mit stoischer Ruhe 4 Jahre lang den Freischütz mit uns durchgenommen hat und auf diese Weise den Kampfliedern aus dem Weg gegangen ist. Ja, eine kleine Begebenheit vielleicht, die nicht unmittelbar direkt mit der Schule zu tun hat. Wir hatten also Um 10.20 Uhr war die große Schulpause, Hofpause, die auf dem Vorplatz der Schule stattfand. Und gegenüber, schräg gegenüber, war der Schwarze Bär. Der Schwarze Bär war eine kleine Kneipe, die um 10 Uhr öffnete. Und da haben wir uns gesagt, oh, da können wir doch eigentlich mal ein Bier trinken gehen, ne, in der großen Pause. Und sind in den Schwarzen Bären rein und groß war das Erschrecken, beiderseitiges Erschrecken, weil unser Lehrer, der Schulli, unser Musiklehrer, schon da saß vor seinem Bier. Nun fühlten wir uns gegenseitig ertappt, aber dann haben wir uns gegenseitig ein Bier ausgegeben, haben das gemeinsam getrunken und waren pünktlich zur nächsten Stunde wieder da. Die Erinnerung über den Hausmeister, ganz wichtige Person, Herr Heise hieß der Mann. Wenn er an uns Schüler herantrat, sagte er gewöhnlich, ich und der Chef haben beschlossen. Und das war Gesetz. Oder Wolfgang hat sich erinnert, mein Freund Wolfgang, Russischunterricht. Zülke, was hat er gesagt, Wolfgang? Sehr gut, 5. Der Herr Schulz, der hatte ja, er war sehr schwerhörig, war aber Musiklehrer und wir haben uns immer gewundert, wer so schöne Zensuren bekam und manche Mädchen, die haben so schön gesungen und haben dann eine 3 bekommen. Da haben wir gesagt, er hat doch gut gesungen, wieso kriegt die eine 3? Ein anderer, ein Junge von uns, der stand vorne, hat da was hingekräht und kriegt eine 2. Sagte, bis wir darauf stießen, dass er schwerhörig war. Er hat das gar nicht gehört, was man gesungen hat. Er hatte bloß an seinem Flügel gespielt und hat dann geguckt, wer da sang und ob der das Maul schön weit aufgerissen hat. Ne? Und er hat dann die Zensur nach der Öffnung des Mundes gekriegt, nicht nach der Schönheit des Gesanges. Und als wir das wussten, haben wir nur noch gute Zensuren gekriegt. Dann hatten wir einen Lehrer, der war immer sehr nervös, hatte aber auch ein bisschen Angst vor Versuchen. Er war nämlich Chemielehrer und das ist das Fach, wo es kracht und stinkt. Und da durften wir oder sollten Knallgas herstellen. Das haben wir schön hergestellt und der Nachweis wurde geführt, indem man in eine Seifenschale, eine große starke Porzellanschale, dieses Knallgas geblasen hat. Um da auch schöne Luftblasen zu bekommen, beziehungsweise Knallgasblasen, haben mein Freund Wolfgang, können Sie mal rüberschwenken zu dem, und ich ungefähr die Luftblase so in Größe eines riesengroßen Luftballons gemacht und haben immer wieder gefragt, Herr Scheer, dürfen wir jetzt zünden? Herr Scheer, dürfen wir jetzt zünden? Bis er dann von Weitem gerufen hat, nun zünden Sie endlich. Sie können sich den Schlag vorstellen, den es gegeben hat. Und unser Lehrer saß unterm Tisch und hatte sich in Deckung gebracht. Wer es zeitlich und gesundheitlich ermöglichen konnte, kam nach Blankenburg. Von einigen, die nicht anwesend waren, gab es Nachrichten oder sogar ein Buch wie das des Künstlers Horst Werner Schneider.
Die Abiturzeit war für die meisten mit positiven Erinnerungen verbunden, obwohl es damals nicht einfach war. Ja, dass ich mein Wunsch, Medizin zu studieren, in Erfüllung gegangen war. Das, daran erinnere ich mich. Und das Abitur gut über die Runden gekriegt habe, ja, sowieso. Aber ich habe damals aktiv Volleyball gespielt und habe aktiv in der Turnriege geturnt. Und haben auch in regionalen Meisterschaften an Wettkämpfen teilgenommen. Ich weiß bloß, dass viel reglementiert war und die Abiturienten, die heutzutage ihre Schule absolvieren, die können froh sein, wenn sie so in einem freien Stil erzogen werden und ihre Kreativität ausleben können. Ja. Das war nach der Verkündigung des Ergebnisses. Es war dort Tradition. Wir haben einen großen Umzug gemacht. Wir waren natürlich auch alle festlich gekleidet, neues Kleid und so. Und sind dann durch die Stadt gezogen, an allen Lehrerwohnungen vorbei, haben dort unser Dankeständchen gebracht. Vor allen Dingen habe ich Erinnerungen daran, dass wir morgens immer mit dem Schienenersatzverkehr nach Blankenburg gefahren sind von Elbingerode. Wir mussten um 6:45 schon losfahren und hatten unsere Mühe, um 8 dann bei der Schule zu sein. Und nach der Schule hatten wir von 2:30 bis um 3 Zeit. Da hätten wir eigentlich Hausaufgaben machen können, haben wir aber nie gemacht. Ich jedenfalls nicht. Und dann sind wir nach Hause gefahren und um 4:30 waren wir zu Hause und dann fing der Ernst des Lebens leider nochmal an. Also wir waren ja der erste Abiturjahrgang nach dem Mauerbau. Und da erinnere ich mich ganz besonders an den 1.2. September 1961. Als Schulbeginn war und in circa 3 Wochen lang jeden Morgen die ersten 2 bis 3 Stunden auf uns eingewirkt wurde, freiwillig zur Armee zu gehen. Und der Widerstand war sehr groß. Es gab einige Lehrer, die das sehr unterstützt haben, uns ständig bekniet haben, also überzeugen wollten, freiwillig zur Armee zu gehen, das Vaterland ist in Gefahr etc. Aber unser Klassenlehrer, leider ist er nicht mehr am Leben, hat zu uns gesagt, Jungs, ich kann euch nicht überzeugen, ich bin mit 17 Jahren als Kriegsverbrecher verurteilt worden. Und dieser Mann hat bei uns eine solch hohe Anerkennung gewonnen, dass es schade ist, dass er nicht mehr lebt und hier sein kann. Und vor allem nicht mehr die Wende miterlebt hat. Es gibt auch einen Wermutstropfen. Wir haben heute uns auch daran erinnert, dass es 3 Klassenkameraden gibt, die heute also dieses Jubiläum nicht erreicht haben. An die hat man gedacht. Man hat an die alten Lehrer gedacht, wie ich das schon andeutete. Und eine kleine Gruppe wird bei der offiziellen Zeugnisausgabe des aktuellen Jahrgangs in dem Gymnasium am Tee sein, am 6.7., Und da werden wir den Staffelstab als 85. Jahrgang, das Gymnasium ist 1877 gegründet als humanistisches, an den 135. weitergeben. Und dann werden wir alle guten Wünsche der nächsten Generation auf den Weg geben. Die Übergabe des Staffelstabes wird im neuen Gymnasium am Tee erfolgen.